So, ich muss heute für meine Tagesquest hier noch eine Gildenexpedition Stufe 1 beenden. Und das habe ich jetzt hier vor in der Classic World. Und ich hoffe, ich packe das noch. Ich habe jetzt gerade den Zeus gebaut. Der gibt mir jetzt 3% Angriffsbonus, meine ersten 3%. Und damit ich da noch ein bisschen mehr drauflegen kann, schaue ich mal, ob ich noch Boosts habe. Habe ich tatsächlich. Den würde ich jetzt einfach mal mit drauflegen. Und hier vielleicht auch noch einen Boost. Schauen wir mal, was wir da haben. Na klar. Jetzt bin ich bei, sage und schreibe, 33% Angriff und 3% Verteidigungsboost. Na, schauen wir mal, was uns das bringt. Also wenn ihr jetzt noch gar keine Boni für eure Classic-Welt habt, dann könnt ihr natürlich mit 30% Angriffsboost oder sowas natürlich auch ein bisschen was machen. Ob jetzt die 3% noch oben drauf kommen oder nicht, ist jetzt auch nicht so der Unterschied. Erstmal schaue ich mir an, was habe ich denn überhaupt als Gegner? Ich könnte jetzt hier so eine 1 und 1, 1 zu 1 Konterarmee auswählen. Das würde bedeuten, ich würde mir zwei Legionäre für die Speerkämpfer. Ich wähle mir zwei Fernkämpfer für die Krieger. Ich wähle mir jetzt vier Reiter für die Schleuderer und Artillerie. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee, weil die Fernkampfeinheiten werden zuerst draufgehen, meine Fernkampf, also die Artillerieeinheiten werden zuerst meine Fernkämpfer zerstören. Und dann habe ich da schon ein Problem. Ich bin hier, glaube ich, eher geneigt, auch genauso vorzugehen und wirklich von hinten aufzuräumen. Also selbst mit Felsschleuderern von hinten. Naja, das sind ja gar keine Felsschleuderer, das sind ja die Eisen, die Bronzezeittruppen. Mit Ballisten von hinten anzugreifen und dann von vorne irgendwas als Blocker zu haben. Sowas wie Speerkämpfer würde sich hier ganz gut eignen, weil die zumindest sich nicht so stark beschädigen lassen von den Fernkampfeinheiten. Deswegen wähle ich mal die Speerkämpfer und dann schaue ich mal, wie weit ich hier mitkomme. Ich versuche außerhalb der Reichweite zu bleiben. Außerhalb der Reichweite der Felsschleuderer kann ich kaum bleiben, aber außerhalb der Reichweite der Schleuderer zumindest. Also bleibe ich hier hinter. Also ihr seht hier die dunkelste Range ist, wie weit die laufen können und die hellere, wie weit sie werfen können. Gut, also kann ich bis hierhin vorziehen und auch um diese Kurve rum. Und hier versuche ich mal hier oben so ein bisschen abzusichern, sodass ich die Ballisten hier alle hier oberhalb der Soldaten hinsehen kann. Und jetzt werde ich mich erstmal dran machen, die Schleuderer zu zerstören. So, jetzt bekomme ich hier auch ein bisschen Gegenwehr, aber bisher ist nichts Dramatisches passiert. Und als nächstes werden sie natürlich direkt angreifen. Sie kommen noch nicht an die Ballisten ran. Deswegen könnte ich eigentlich jetzt auch in den Offensivkampf gehen. Wobei ich mich eigentlich von der schweren Einheit auch ungern treffen lassen möchte. Also den lasse ich mal noch hier hinten. Ein Stück weit. Und mit denen gehe ich zumindest in den Wald hinein, sodass sie die vollen Verteidigungsboni haben. Den lasse ich auch so ein bisschen hinten. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Aha, okay, auf den ist er.
Gut, jetzt werde ich die beiden Felsschleuderer ausschalten. Und muss jetzt hier weiter gucken, dass ich hier im Angriff klarkomme. Beziehungsweise ich ziehe jetzt, glaube ich, die schon mal zurück, weil ich die ungern verlieren möchte. Die angeschlagenen. Also die werden jetzt natürlich auch angegriffen, aber jetzt kann ich natürlich hier mit meinen Ballisten zurückschlagen. Die bleiben hinten. Den werde ich jetzt auch in den Angriff bringen. Und damit erledige ich den ersten Kampf. So. Dann schauen wir uns die nächste vorletzte Begegnung an. Hier sind wieder Artillerieeinheiten drin. Das ist natürlich wieder ungünstig, aber es ist nur ein Felsschleuderer diesmal. Also könnte man hier schon eher mit den Kontereinheiten gehen. Ich werde trotzdem auch wieder Ballisten mit reinnehmen, um diesen Felsschleuderer direkt schnell ausschalten zu können. Ich könnte natürlich auch Reiter reinnehmen. Gegen die schnellen Einheiten. Aber Bogenschützen reinzunehmen, habe ich ein bisschen Angst wegen dem Felsschleuderer. Aber ich versuche es jetzt trotzdem mal mit der ziemlich direkten Konterarmee. So, wieder außer Reichweite der Schleuderer bleiben. Also bis dahin kann ich mit dem Reiter. Den anderen schicke ich so hier oben rum. Den Baum brauche ich nicht als. Weil ich keine Speerkämpfer dabei habe. So. Und jetzt kann ich natürlich direkt den Reiter angreifen. Das Problem ist, ich begebe mich dann in die Reichweite des Felsschleuderers, der garantiert auf meinen Bogenschützen gehen wird. Also ich könnte es mir sehr, sehr vorstellen. Aber ich riskiere es jetzt mal, weil er kann ja nur einmal schießen und wird ihn deshalb nicht gleich töten. Die gehen in den Nahkampf. Und mit denen versuche ich jetzt schnell noch den. Ja, das klappt natürlich leider nicht. Den Felsschleuderer auszuschalten. Oh, das war sehr dumm von der KI. Aber gut für mich. Den vorzuziehen ist natürlich so ein Todesurteil für die Einheit, aber. Mache ich das? Ich meine, die Schleuderer müssen weg. Sonst greifen sie meine schweren Einheiten an. Und wenn ich den jetzt hier vorziehe, wird der garantiert von dem Schwerkämpfer attackiert und später den eben auch noch von den Kriegern. Wobei die da nicht so gut rankommen. Zumindest wenn ich den hier hinstelle. Aber beide Speerkämpfer kommen da gut ran. Aber ist egal. Ich will den jetzt loswerden. Und den zumindest anschlagen. Ah, jetzt haben sie ihre Angriffe verteilt. Das war auch wieder nicht gut von der KI. Allerdings kommt natürlich der Krieger hier hoch und kann jetzt den besiegen im. In einem der nächsten Schritte. Ich schalte jetzt aber hier den Speerkämpfer aus. Und als nächstes die
Fernkampfeinheit, kann ich das? Das müsste gehen. Die Krieger kommt bis hier, dann gehe ich eben dahin. Und die kommen weiter vor. Genau, das hatte ich jetzt prophezeit. Jetzt aber, der Felsschleuderer kann weg. Und hier hole ich mir jetzt mal die Angriffsboni auf den Hügeln und gehe jetzt auf die schweren Einheiten, weil ich bei denen mehr Schaden anrichten kann. Man sieht hier 3 bis 5 und hier 4 bis 6 und Vergeltungsschaden ist irrelevant, weil er nicht in Reichweite ist. Und den Reiter rette ich jetzt mal nach hinten. Klar, dann gehen sie auf die Bogenschützen. Den kann ich jetzt auch nach hinten retten und damit noch den Speri einer mitgeben. Und jetzt habe ich es. Eine Verlusteinheit, ein Reiter. Das war absehbar. Letzte Begegnung. Wieder Artillerieeinheiten drin. Sehr unschön, weil das einem immer so ein bisschen die Strategie mit den Konterarmeen verhagelt. Also setze ich jetzt lieber auf stark gepanzert. Ich setze auf stark gepanzert. Und ich habe nicht mehr viele Speerkämpfer. Kann ich noch was? Sind die noch in Pro? Nee, die sind alle angeschlagen. Natürlich die unabhängige Einheit mit reinnehmen und vielleicht einfach 6 Sch Legionäre. Also gegen alle Einheiten außer den Schleuderer halten die eigentlich relativ viel aus. Und den Schleuderer müsste ich in dem Fall jetzt. Ich nehme mir einfach wieder 2 Ballisten mit rein, 2 eigene Artillerie und versuche mit denen zunächst den Schleuderer auszuschalten und dann als nächstes die Felsschleudern. Genau. Im Classic-Modus kann ich ja kein Agentenversteck haben, leider. Weil das Agentenversteck ja nicht im Baumenü vorhanden ist. Ich kann also nur Agenten gewinnen und die, die ich gewonnen habe, habe ich leider bereits auch alle wieder verloren. Die sind bereits wieder gestorben. Gut, jetzt ist der vorgezogen. Jetzt kann ich eigentlich auch voll drauf gehen. Und hier mal dicht machen. Den Eingangsbereich zu den Ballisten. Ich hoffe, das geht so einigermaßen. Und jetzt kümmere ich mich um den Schleuderer. Ja. Das war nicht so gut. Aber ich denke, das geht trotzdem so. Den kann ich auch noch direkt angreifen. Oder lasse ich den erstmal vorkommen? Nee, dann greift der nämlich direkt an. So, und jetzt die Felsschleuderer.
ziehe den vor, aber greife mit dem mal nicht an. Wegen des Gegenschlags habe ich den auf ein Feld gesetzt, wo er ein wenig besser verteidigt ist. Und mit den restlichen gehe ich jetzt direkt drauf. Ich muss jetzt eh gucken, dass ich zu den Feldschleudern komme, aber den ziehe ich zurück. Die Feldschleuder kann ich jetzt ausschalten. Mit den anderen Einheiten weiter vorziehen. So viel Schaden macht der nicht. Ich kann mit dem noch weiter vor. Den nehme ich aus dem Spiel. Jetzt ist er angeschlagen. Und jetzt habe ich ihn. Nächste Welle. Die ist ein bisschen abgespeckt. Meine Einheiten inzwischen auch ein bisschen, aber alles noch im Rahmen. Jetzt versuche ich nur ein bisschen so weit hinten zu bleiben. Ach, ich glaube, ich lasse sie sehr weit nach hinten kommen. Und bleib einfach hinten. Kann auch schon mal die Einheiten weiter hinten platzieren, die etwas angeschlagen sind. Habe ja jetzt Zeit, die müssen ja erstmal nach hinten durchkommen. Und mit der Artillerie kann ich schon mal die schwere Einheit bearbeiten. So, dann komme ich mal vor mit den Einheiten, die gleich angreifen dürfen. Kann ich schon mal den ersten Speerkämpfer loswerden? Du bleibst mal noch ein bisschen hinten. Und du greifst weiter den Schweren an. Und der ist jetzt hier so ein bisschen mein Verteidigungsposten. Okay, mit dem kann ich hoffentlich den Speerkämpfer ausschalten. Konnte ich. Und gehe jetzt weiter auf Angriff, aber hol mir jetzt nicht den Gegenschlag von dem, sondern lass den lieber diese Einheit kassieren. Die ist nämlich noch unbeschädigt. Genau, so soll das klappen. Nochmal drauf. Oh, wunderbar. Und jetzt ist es erledigt. Ja, das war's. Stufe 1 der Gildenexpedition. Geschafft. Diamanten. Na, dankeschön. Und jetzt muss ich noch die Verhandlung machen. Da habe ich ja den FOI-Helfer und hoffentlich auch einigermaßen viele Güter auf Lager. Ich will natürlich nichts vom Maibaum, weil den kann ich sowieso nicht aufstellen. Ich will die 10 Forge-Punkte haben. Ich hoffe, ich krieg die. Okay, 100%. Da geht nichts mehr schief. So, drückt mir die Daumen. Yes. Sehr gut. Ja, ein kleiner Einblick in den Klassikmodus, wie man die Gildenexpedition machen kann. Vielleicht stelle ich mal noch so ein bisschen meine Stadt vor. Also, Klassikmodus ist von, wie heißt er? Von Falco, von Zockit ins Leben gerufen. Und die Idee dahinter ist, man versucht wirklich nur mit Gebäuden seine Stadt auszubauen, die man im Baumenü findet. Also gelten halt wirklich nur die, die ihr findet. Ihr könnt Diamantgebäude bauen, weil die sind ja im Baumenü mit drin. Also zum Beispiel hier das Aquädukt. Habe ich, glaube ich, auch, genau hier, oben in der Ecke. Das habe ich allerdings nicht mit Diamanten gekauft, sondern gewonnen. Was ich nicht aufbauen kann, sind die Eventgebäude. Schrein des Wissens. Die Mühle, die ich gewonnen habe am Ende. Die Sennzone. Den Triumphbogen kann ich natürlich nutzen. Und legendäre Gebäude kann man nur bis zu seinem Zeitalter aufbauen. Das heißt, ich könnte nur den Turm zu Babel, das Kolosseum, den Leuchtturm von Alexandria,
Die Zeusstatue habe ich schon. Und dann noch das Observatorium bauen im Moment. Der Galaterturm ist ja jetzt ein Gebäude des frühen Mittelalters, das geht also auch nicht mehr. Und natürlich das Orakel von Delphi, aber das sollte man sowieso nicht lange stehen haben. Genau, und so hat man natürlich jetzt keine besonders starken Boni für den Anfang und kann sich auch schlecht Fortschrittspunkte generieren. Ich bin jetzt gerade dabei, hier bei den Japanern so ein bisschen vorwärts zu kommen, damit ich mir hier die Botschafter generieren kann, weil die kann ich mir hier reinsetzen. Dann hätte ich schon mal einen Fortschrittspunkt mehr, den ich als täglichen Fortschrittspunkt bekommen würde. Und sonst sieht es auch ganz gut aus in den Gildengefechten. Wir haben da schon einige Sektoren geholt. Da geht auch relativ wenig durch Angriff. Wenn man hier mal guckt, die meisten Sachen wurden durch Verhandlungen gemacht. Ich habe hier auch gar nicht so viel gemacht, zwei Verhandlungen, zwei Angriffe, weil die Angriffe sind wirklich richtig schwer. Man hat halt zwei Wellen, in dem Fall halt viele Fernkämpfer. Das geht einigermaßen, da kann man selbst mit Fernkämpfern gut klarkommen. Machen wir den Kampf nochmal, würde ich sagen. Das Ziel ist natürlich jetzt ein anderes. Na, unbeschädigte Fernkämpfer, bitte. Das Ziel ist jetzt eigentlich dieser Sektor, weil der bringt mehr Punkte. Aber der ist einfach zu schwer. Deswegen nehme ich mir den und versuche jetzt mit dieser reinen Fernkampftruppe mal die Legionäre auszuschalten. Und der Schlüssel, mit so einer Fernkampftruppe zu kämpfen, ist natürlich, sich möglichst gar nicht erst anschlagen zu lassen. Also alle Legionäre auszuschalten, bevor sie in Reichweite kommen. Das wird sicherlich nicht einfach. Schauen wir mal, ob ich das einigermaßen hinbekomme. Und es sind natürlich Eisenzeittruppen. Deswegen ist es natürlich auch extra schwer. Die haben die gleiche Reichweite, die Legionäre haben die gleiche Reichweite, wie heißen sie? Bogenschützen? Das heißt, wenn ich so weit ranrücke und schieße, muss ich diese Einheit auf jeden Fall auch ausschalten, weil sonst kommt sie in meine Reichweite und kann auf den Bogenschützen draufschlagen. So. Also der kann jetzt bis hier hinten, der allerdings auch. Also die beiden müssten jetzt noch ausgeschalten werden. Der schafft es auch, bis hier hinten zu gehen. Nee, die schaffen es nur bis da zu gehen. Okay, sie kommen also, der kommt also gerade so nicht dran. Der geht bis da und kann darauf schlagen. Und die kommen beide in Reichweite. Ich schau mal, kann ich den hier oben angehen? Nee, auch nicht ohne den. Das wird schwer. Also einen Schlag bekomme ich auf jeden Fall ab. Gut, ich hoffe, ich kriege die ausgeschalten. Also der kann auf jeden Fall auf mich draufschlagen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Der kann mich angreifen. Die anderen nicht. So, dann schalte ich vielleicht nicht den vordersten aus, sondern, naja, ausschalten ist gut. Die machen ja nicht viel Schaden. Schlag erstmal einen der hinteren an. Und versuche jetzt mit den verbliebenen Bogenschützen nicht in die Reichweite von den Legionären zu kommen, aber gleichzeitig die noch lebenden Legionäre hier zu erledigen. Wenn der hier hinläuft, hat er dann noch genug
Drei Biss, genau. Das sollte reichen. Und der hat 4 bis 6. Das heißt, ein Boni wäre nicht schlecht. Ein Bonus. Dann muss ich mich wieder von dem anschlagen lassen. Das ist nicht so gut. Also der ist ja jetzt direkt in direkter Reichweite. Ich kann nicht hier hingehen, weil mich da diese Legionäre treffen. Und ich habe keinen anderen Berg mehr. Ich brauche aber noch einen Angriffsbonus, damit ich den erledigen kann. Mit Sicherheit. Oder ich gehe auf Risiko. Naja, dann gehe ich auf Risiko. Sperre den hier ein. Also decke den, sodass der Legionär nicht drankommt an diese Einheit. Indem ich hier den umstelle. Der darf nicht weiter weggehen, groß. Eieiei, der hat überlebt. Das ist auch nicht gut. Na, mal schauen. Der aber dafür nicht. Okay, das ist machbar. Die kommen an die Artillerie auch immer noch nicht dran. Ich bearbeite die schon mal vor. Ja, den arbeite ich schon mal vor. Mit dem mache ich jetzt die Artillerie. Und jetzt gehe ich auf die hinteren. Yep. Ja. Also geschafft. Sogar 2 Forge-Punkte ergattert. Nicht schlecht. Na, mal schauen, was wir noch kämpfen können. Ich denke, ich nenne das Video einfach Kämpfe in der Eisenzeit im Classic-Modus und lade es dann so hoch, ungeschnitten. Ein G4G-Tutorial ist auch fast fertig. Das kommt dann auch bald. Aber wenn ich hier eh kämpfe, dann kann ich das auch gerne mal zur Verfügung stellen. Und vielleicht nützt es ja dem einen oder anderen was. Ja, 2 Wellen, das ist einfach super schwer, das zu schaffen. Auch das ist schon nicht einfach. Aber ich habe noch unangeschlagene Einheiten, deswegen würde ich gerne noch was mit denen machen. Da geht's auch nicht. Ja, nicht handeln. Eine Welle. Aber ganz viel Fernkampf. Die ist leicht. Die kann ich mit schweren Einheiten gut angehen. Leider sind die nicht mehr unbeschädigt. Machen wir es so. Na, abholen kann ich leider auch keine gerade. Das ist auch ein Segen hier. Jedes einzelne Ding, was hier irgendwo am Strand ist, nutzt einem irgendwie was. 2 Eisen, top. Ja, man spielt ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Weil man ja sehr zurückgeworfen ist in der Handlungsfreiheit. Wo ist denn die 10er-Tauschkette? Hatten wir doch. Orakel drin. Nee, denn nicht.
Auf einmal sind auch Tauschketten wieder okay und nicht mehr nur 1,9er Archenforderung. Weil man will ja Blaupausen haben. Und man kann sich die 1,9er schlecht leisten. Unter Umständen. Ja, wir werden definitiv aus der Kupferliga aufsteigen. Aber da wird es uns wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so leicht fallen wie hier. So, war das die Truppe? Ja. Ui, ich habe den einen Lebenspunkt geheilt. Das ist schön. Dann versuche ich es mal. Bei den Reitern wäre es natürlich gut, wenn ich die mit dem Speerkämpfer angehen kann. Mal schauen, wie es kommt. Außer Reichweite zu bleiben, brauche ich, glaube ich, gar nicht versuchen. Also gehe ich einfach drauf. Die haben halt alle mehr Reichweite als ich. Ich muss nur versuchen, dann meine angeschlagenen Einheiten möglichst nach hinten zu buxieren. So dass die dann nicht gleich zerstört werden. Und ich die auch noch zur Verfügung habe. Na, aber ich werde wohl was verlieren. Der kommt dann noch. Okay, der kann den übernehmen. Mache ich erstmal den damit. Wo ist der? Der kommt von da hinten. Der kann auch auf den draufhauen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja gut, dann ist es halt so. Hätte ich drauf achten müssen. Es ist einfach super schwer. Also der Kommentar, die Truppe ist leicht, ist natürlich übertrieben gewesen. Aber sie ist machbar, sagen wir mal so. Und andere sind halt überhaupt gar nicht erst machbar. So, mit dem Speerkämpfer halte ich mich zurück. Den lasse ich hier einfach mal. Oder ich nehme ihn direkt außer Reichweite. Ja, zum Ausschalten in der Nähe behalten ist schon nicht schlecht. Wenn ich den jetzt komplett einsperre, kann der ja auch nicht mehr raus. Gegenschlag ist verbraucht. Und jetzt die nächste Truppe. Und ich verbrauche hoffentlich keine ungebundenen Einheiten. Die will ich natürlich überleben lassen. Ob das gelingt, werden wir sehen. Hui, dann wird der die als nächster tot sein. Es sei denn, ich schaffe es noch, den hier irgendwie zu blockieren, aber das wird nicht klappen. Oder die KI macht einen Fehler. Das geht natürlich auch. Danke, KI. 2 bis 5. Drückt mir die Daumen. Sehr gut. Keinen Gegenschlag bekommen. Aber die ist natürlich trotzdem als nächstes tot. Den kann ich vielleicht retten, mal schauen. So, mit dem nehme ich jetzt erstmal das Pferdchen aus dem Spiel. Ach, kann ich doch nicht mehr retten. Und jetzt kann ich die eigentlich alle abräumen.
die. Ja, was, welch ein Glück, oder? Die ganzen gebundenen Einheiten, die ganzen ungebundenen Einheiten haben überlebt. Alle gebundenen sind tot. Aber so kann ich nachproduzieren, das ist gut. Und zwei Forge-Punkte gibt es auch noch. Ah ja. Ich brauche mehr Kampfboni. Ja, sowas kann man natürlich gut als Livestream machen. Und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Falls da Interesse gibt, ihr könnt ja gerne mal unter die Kommentare schreiben, falls ich mal einen Livestream machen soll. Ich kann mir auch gerne, ja, kann dann auch gerne Tipps geben, so zum Kämpfen oder falls es irgendwie Fragen gibt zu irgendwelchen Themen wie GVG oder Gildengefechte oder Kampf im Allgemeinen oder ja, irgendwas kann ich helfen, vielleicht. Ich spiele seit 8 Jahren. Sogar länger, glaube ich. Seit 8,5 Jahren. Und ja, habe ich schon ein bisschen Erfahrung gewonnen. Aber ich spiele diese Siedlung jetzt hier nicht so intensiv. Ich habe halt noch zwei andere Welten, meine Hauptwelt auf Dinegu und meine Di Diamantenmine auf Fell. Wobei ich da meine Diamanten über die Gildenexpedition produziere. Und das wären auch die Welten, wo ich beispielsweise auch mal gucken könnte, in welcher Stadt ihr so seid und wie die aufgebaut ist, falls es da Interesse dran gibt. Ich meine, da gibt es ja durchaus immer mal wieder Leute, die sich gerne mal die Stadt angucken lassen. Und alle Städte haben irgendwie Verbesserungspotenzial. Meine zum Beispiel hier auch gerade. Und ich hatte hier noch weitere Domizile produziert, die ich in Ecken stellen wollte, um mir mehr Freiraum zu schaffen. Und ich wollte jetzt für die Erfüllung der Quest die Eisengießerei bauen. Denn die Quests sind extrem effizient. Bei der Eisengießerei jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber hier gibt es halt wirklich manchmal echt gute Preise. Und wenn die wiederholbaren Quests kommen, dann will ich die auch alle so weit machen, dass ich zumindest immer die Diamanten daraus kriege. Ich will sowieso jetzt nicht so eilig aus der Eisenzeit raus. Ich will erstmal so ein bisschen meine Kampfboni ausbauen, bevor ich jetzt ins nächste Zeitalter gehe. Und ja, braucht dann die FP auch für meine Zollstatue. 8 Mal Schinken produzieren. Das mache ich in 16 Minuten. Gut. Okay, ich gebe das Video einfach mal so ungeschnitten rein und wenn ich das weitermachen soll, dann mache ich das gerne weiter. Wenn es da kein Interesse gibt, dann lasse ich das einfach wieder sein. Mein kleiner mein kleines Kampftipp-Video, was ich da auf die Schnelle mal hochgeladen hatte, das hat ja tatsächlich ziemlich viele Klicks erhalten für meinen Kanal. Also so viele sind es jetzt gar nicht, aber von daher dachte ich, vielleicht interessieren sich doch einige für diese Variante, hier mal wirklich zu kämpfen, wo man nicht viele Boni hat und das mal ein bisschen intensiver zu zeigen und darüber zu reden. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder auch Tipps, ich habe durchaus ein paar Fehler im Kampf gemacht. Ein, zwei habe ich ja auch angesprochen. Dann könnt ihr die auch gerne, wie gesagt, unten drunter und das Video in den Kommentar schreiben. Und sonst sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.